37 Messerangriffe pro Tag in Deutschland. Die Anzahl von Messerangriffen steigt mit verheerenden Folgen. In Schermbeck wird eine Joggerin schwer verletzt. In Saarbrücken wird ein Mann im Zug attackiert. In Hamburg wird ein Kioskbesitzer erstochen. Und dann natürlich dieser widerliche Angriff in Mannheim. Der Täter ermordet einen jungen Polizisten vor laufender Kamera. Das mutmaßlich spare ich mir hier einfach. Erleben wir gerade einen erschütternden Trend? Wie bedroht ist unsere Sicherheit in Deutschland? Das muss man ja fragen, wenn man diese Schlagzeilen jeden Tag liest. Über Ursachen und Lösungsmaßnahmen zu dieser Thematik sprechen wir jetzt mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Bundespolizei, Manuel Ostermann. Guten Morgen. Guten Morgen. Nochmal ganz wichtig, das ist hier kein Populismus. Wir haben eine erschreckende Faktenlage. Wie sieht diese Faktenlage aus? Genau das, und das ist auch wichtig zu erwähnen, kein Populismus, sondern de facto. Wir haben allein im Bereich der gefährlichen und schweren Körperverletzungsdelikte über 8.900 Messerdelikte im vergangenen Jahr. Die Gefahr ist konkret und vor allem ist sie akut. Und leider, und das gehört zur Wahrheit dazu, ist diese Gefahr nicht wegzuignorieren. Und sie wird auch noch größer werden, wenn wir nicht endlich eine Kehrtwende erleben. Und die ist bitter nötig. Was ist gefährlicher, ein Messer oder eine Pistole oder eine Schusswaffe? Ganz klar Messer. Allein deshalb, weil es facettenreich und vielfältig ist, weil man das unterschiedlich transportieren kann, weil es jeder sofort nicht nur erwerben kann, sondern das ist ja auch im Küchengebrauch, im Alltagsgebrauch völlig standardisiert. Und das muss man vielleicht auch wissen, eine Distanz unter 7 Meter bedeutet automatisch, dass man beim Messerangriff auch getroffen wird. Das ist nicht abzuwehren. Insofern ist die Bedrohung Messer als Tatmittel deutlich höher als die der Schusswaffe. Messerangriffe werden in Deutschland erst seit 2020 erhoben. Das müssen Sie mir erklären. Genau, das Bundeskriminalamt fasst seit 2020 in einem Bundeslagebild die Messerdelikte zusammen, einmal in Raub und einmal in schwerer und gefährlicher Körperverletzung in dieser Differenzierung. Vorher hat es jedes Bundesland für sich individuell gemacht, nach unterschiedlichen Maßstäben. Es war jetzt wichtig, dass man aus Sicherheitsperspektive mal sagt, wir müssen ein Lagebild zusammenfassen. Aber, und das gehört auch zu weit dazu, eben weil es erst 4 Jahre erfasst wird, haben wir keine vernünftig basierenden Studien. Aber wir haben eine klare Tendenz, in den letzten 4 Jahren sind die Zahlen Tatmittelmesser immens nach oben gegangen. Und ja, was soll ich sagen, ein Ende ist halt nicht in Sicht. Und das muss man auch ganz klar sagen, wenn wir die aktuellen Taten vor allem nehmen, die uns jetzt in Deutschland erreichen, auf regionaler Ebene liest man sogar fast noch häufiger davon als auf bundesweiter Ebene, zeichnen ein trauriges Bild. Diese Angriffe haben oft einen migrantischen Hintergrund. Ist das wirklich so oder ist das eine gefühlte Wahrheit? Und auch das ist ein Thema, was in Deutschland gerne ignoriert und tabuisiert wird. Die Faktenlage ist, dass 51% der Straftatverdächtigen, sie sind ja noch nicht verurteilt, Menschen sind mit nicht deutschem Pass. Könnte man sagen, 50-50? Jetzt muss man zwei Sachen mal in Konstellation sehen. Mhm. Einmal der Bevölkerungsanteil in der Gesamtheit, nicht Deutsche und Deutsche. Mhm. Da ist dann schon ein Missverhältnis da. Und dann muss man auch sagen, in der polizeilichen Eingangsstatistik wird auch klar, dass die Masse der Tatverdächtigen mit nicht deutschem Pass Menschen sind aus den Asylhauptherkunftsländern. Und da müssen wir uns dann mal ehrlich machen und sagen, wenn das der Fall ist, entzieht sich das meiner Kenntnis, warum Menschen, die ihr Leib und Leben anderer bedrohen, nicht zurückgeführt werden in ihr Land. Und auch wenn es Afghanistan, Syrien, Irak oder sonst wo ist, wer hier andere Menschen mit dem Leben bedroht, der hat hier nichts verloren. Punkt, Ende aus. Jetzt ist unser Auftrag hier, journalistisch zu arbeiten und zu zeigen, was ist, also was die konkrete Lage. Jetzt wollen wir aber auch zur Lösung kommen. Deswegen sitzen Sie hier, deswegen sitzen wir hier auch im Fernsehen, um auch Lösungen anzubieten. Jetzt ist es so, Herr Ostermann. Teppichmesser. Ein Teppichmesser habe ich hier in der Hosentasche. Hol ich mir im Baumarkt, kostet 1,70 oder was, wenn überhaupt. Das ist eine lebensbedrohliche Waffe, wenn ich sie da so einsetzen will. Wie soll denn eine Waffenverbotszone aussehen, wenn ich sowas sowieso immer dabei haben kann? Erster Fakt, und das gehört soweit dazu, man kann das Tatmittelmesser nie komplett in Gänze kontrollieren. Und vor allem kann man auch nicht sagen, das gibt es nicht mehr, die Gefahr ist nicht da. Wie auch. Genau, das ist einmal de facto, das ist so realistisch muss man sein. Und dann diese Allgemeinverfügung, diese Waffenverbotszonen dienen ja vor allem dazu, dass die Polizei in der Kontrolle eine niedrigere Hemmschwelle hat. Das heißt also anlasslos kann ich ihre Identität überprüfen, ihre mitgeführten Gegenstände durchsuchen und sie als Person durchsuchen. Und sollten sie das Teppichmesser als Beispiel dabei haben, kann ich das sicherstellen oder beschlagnahmen, auch wenn es unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist. Jetzt muss man aber auch sagen, wenn Sie jetzt zum Beispiel das berufsbezogen haben, Sie kommen jetzt aus der Bahn und sind Maler und haben das Messer dabei, dann bleibt das natürlich bei Ihnen, weil Sie es beruflich brauchen. Mhm. Das ist der Vorteil. Wir haben auch die Möglichkeit mit künstlicher Intelligenz, teilautomatisierte Videoanalyse heißt das ganze System, vorzubeugen, dass wir bestimmte
Tätergruppierungen frühzeitig feststellen, weil Bewegungsabnormalitäten da sind. Also mehr Videoüberwachung. So sieht das aus. Mhm. Personalansatz muss natürlich erhöht werden, völlig logisch. Aber, und das ist der große Faktor, das ist eine sozialpolitische Debatte. Mhm. Warum haben wir denn überhaupt dieses Tatmittelmesser? Warum haben wir einen immensen Anstieg im Bereich der Jugendkriminalität? Das heißt also, der soziale schwache Staat, der braucht eine Umkehr. Deswegen ist es nicht nur eine sicherheitspolitische Debatte. Unterm Strich können wir allerdings festhalten, es ist immer eine lebensbedrohliche Einsatzlage bei dem Tatmittelmesser. Und da müssen die Sicherheitsbehörden noch viel besser drauf vorbereitet werden. Und das geht über Geld und das muss die Politik zur Verfügung stellen. Andernfalls werden wir keine Kehrtwende erleben. Das ist Sie sind stellvertretend hier für Ihre Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei. Menschen, die ihr Leib und Leben, so muss man es jetzt ja wirklich genauso formulieren, für uns einsetzen, um dieses Land sicher zu machen. Was berichten die Ihnen gerade? Wenn das mit uns, das mit als Bürgerinnen und Bürger schon ausmacht, was man da sieht, was macht das mit Ihren Kollegen? Eine ganze Menge. Man muss sagen, man wird Polizeibeamter in dem Wissen, dass man in solchen lebensbedrohlichen Einsatzlagen reinkommen kann. Man ist aber auch ein Mensch. Mit Emotionen, mit allem, was dahinter steht. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns bestmöglich vorbereiten müssen. Und aktuell sieht es so aus, dass gerade die Bundespolizei und die meisten Messerdelikte übrigens sind im und um Bahnhof. Also ihr Wirkungsbereich? So sieht das aus. Ja. Sie müssen natürlich auch mit Führungs- und Einsatzmitteln da vernünftig vorbereitet werden. Und wir haben aktuell nur die Möglichkeit, entweder mit einem Reizstoff-Sprühgerät, also Pfefferspray oder Schlagstock, keine Chance. Und dann die nächste Eskalationsstufe ist die Schusswaffe. Dazwischen würde es das sogenannte Distanzelektrumpuls, also Gerät geben, Volksmund Taser. Mhm. Das, was man vor allem aus Amerika kennt, aus genau. den Videos. Ja. Jetzt kommt der ernüchternde Fakt. Die Bundesregierung spart über 500 Millionen Euro bei der größten Sicherheitsbehörde Deutschlands. Deswegen ist an einer Beschaffung überhaupt nicht zu denken, obwohl das ein hocheffizientes Führungs- und Einsatzmittel ist. Also Sie würden sagen, das würde viele, viele Situationen sicherer machen, wenn Sie das in Ihrem Arsenal hätten, möchte ich das so sagen. Und noch viel wichtiger ist tatsächlich die Vorbereitung auf diese lebensbedrohlichen Einsatzlagen in Trainingssimulationen. Mhm. Aber auch da sind keine Haushaltsmittel zur Verfügung. Soll also heißen, ich muss hier echt ein dramatisches Bild aufzeichnen in den Vorbereitungsfrequenzen quasi auf solche Tathandlungen. Aber die Kolleginnen und Kollegen, da dürfen sich die Menschen darauf verlassen, wenn so eine Tat begangen wird, ist die Polizei da, kostet es, was es wolle. Das möchte ich versprechen. Und gerade der Einsatz in Mannheim, so unerträglich und schrecklich er anzusehen war, der wurde ja als Einsatz sehr gelobt. Und es wird sehr viel diskutiert in Familien in Deutschland. Warum wird denn da nicht geschossen? Das ist ja das Erste, was man, wenn man als Außenstehender sich so eine Szene anguckt. Da würden Sie sagen, wie denn, wenn dahinter Zivilisten stehen? Und genau dann haben wir das Problem, da würde ein solcher Taser, so ein Elektroschockgerät, auch wirklich Wunder wirken. So sieht's aus. Wir haben immer den Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Wir müssen natürlich aufpassen, dass ein Einsatz der Schusswaffe nicht zur Folge hat, dass unbeteiligte Dritte verletzt oder sogar getötet werden. Mhm. Und jetzt muss man auch mal sagen, dieser Taser, wenn es dann als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt eingestuft wird, hat niedrigere Rechtsvoraussetzungen. Menschen werden nicht getötet und wir haben auch ein Interesse daran, den Störer, also der Straftatverdächtige oder die Tathandlung vollzieht, schnellstmöglich außer Gefecht zu bringen. Und das geht mit einem Taser ganz hervorragend. Deswegen erschließt sich mir das nicht, dass wir das nicht schon flächendeckend haben. Aber vielleicht hört ja der ein oder andere politische Verantwortliche jetzt heute zu. Und dann kann ich nur appellieren, umsetzen, fertig werden, wir brauchen das. Beste Grüße an die Bundesregierung. Wir brauchen nicht nur einen Nachtragshaushalt für Ökostrom, vielleicht auch für die innere Sicherheit. Ein Gespräch mit dem stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Bundespolizei, Manuel Ostermann. Vielen Dank. Und wenn Sie sich bedroht fühlen, wenn Sie ein Messer sehen, das ist auch ein Tipp von Ihnen, laufen Sie weg. Es ist die einzige Chance, dass Sie schadlos davonkommen. Vielen Dank. Ich bitte drum, danke. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.